Hey, mein Name ist Alexandra Thomas und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Kultur in Basel. Und dieses Wochenende war etwas mega Cooles, letzten Samstag. Es war das Kunstbazar oder Kunsthalle-Bazar am Samstag veranstaltet worden in der Kunsthalle Basel. Und was wir da gesehen haben, siehst du jetzt. Hey, danke, danke für dein Abo und dein Like. Mit deiner Unterstützung kann ich einen Tee trinken. Ja, es tut gut, wenn man ein bisschen krank war. Beziehungsweise noch ist, aber das ist das Game auf Winter. So, dann kommen wir doch zu unserem Bazar in der Kunsthalle. Yeah, 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 yeah. Kannst du aufhören? Okay. Ich war zwar noch verkältet und hatte auch noch relative Gliederschmerzen, aber ich dachte, hey, das muss ich mir doch mal angucken. Nach 2 Tagen liegen im Bett habe ich mich aufgewuschelt und brauchte auch, glaube ich, ein bisschen Sauerstoff. Man kann nicht gesund werden, wenn man keinen Sauerstoff bekommt. Und habe mich auf den Weg gemacht. Yeah! Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. Okay. Ich muss wirklich sagen, ich war total aufgeregt und ich fand es einfach cool. Man kann ein bisschen chatten, hat Leute und es ist spannend. Und ich war überrascht. Ich kann es wirklich so sagen. Ich war ein bisschen überrascht, dass da auch so viele Kleider und Fashion war. Das habe ich null erwartet. Also wirklich null. Vielleicht Accessoires, so selbst gemacht oder irgendwelche Vintage überarbeitet oder irgendwie aufgepimpt. Habe ich mir vorstellen können, aber dass da wirklich Fashion ist, habe ich nicht gedacht. Was cool war, es war eine Bar, es waren auch ein Art Station da und viele auch Live-Acts. Und ich habe alles so ein bisschen mit ausprobiert. Es gab auch Tarotkarten. Ja, hab's aus Fun gemacht. Keine Ahnung, die zwei, die es gemacht waren, mega süß, ein Pärchen. Hey, vielen Dank nochmal, es war cool mit euch. Ich glaube, meine Zukunft sieht rosig aus, ja. Eine starke Zukunft, haben wir vorausgesagt. Okay, gut. Ich glaube so. Der erste Platz, wo ich wirklich am Stand angehalten bin, Aktion Pinguin. Hat es mich darauf aufmerksam gemacht. Es ist eine coole Sache gegen Slattering in der Stadt. Alles, was er verkauft an seinem Stand, geht zugunsten dieser Stiftung. Sie cleanen nach den ganzen Wochenende von den jungen Leuten voll den Reihen auf, den ganzen Trash. Und das ist auch die Verbindung von seinem Stand. Der Tom Deininger, ein Künstler, kreiert aus Trash Art, also Trash Art. Und das ist der Stand, ich bin eigentlich hängen geblieben und habe mir dann so anguckt, dieses Kunstwerk so, what is it? Und als ich den Super Mario gesehen habe, dachte ich, what the fuck, so geil. Und dann die ganzen Figürchen, dann habe ich noch die Telefonstation erkannt. Und da hat mich der Hans-Peter angesprochen und gesagt, du musst von der Seite gucken, und habe mich bewegt und habe eigentlich das Kunstwerk, den Vogel gesehen. Wow! Und dann denke ich, wow! Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dass er bei Volta den Tom Deininger kennengelernt hat und so, wie die Zusammenhänge da verknüpft sind. Und ich finde es mega cool. Ich verlinke auch den Insta-Account von dem Tom Deininger. Und die Webseite von Hans-Peter Brugger. Coole Sache, finde ich toll. Man kann auch so Schwimmsäcke kaufen von Aktion Pinguin mit der Signatur von Tom Deininger. Das ist echt cool. Das sind 250 Stutz, ein geiles Art-Geschenk. Hey, wir haben bald Weihnachten, finde ich cool. Oder man kauft es ohne Signatur einfach, um den Aktion Pinguin zu unterstützen. Für einen sauberen Rhein. Und das ist around 60, wie ich es mitgekriegt habe.
So, gehen wir zu dem nächsten Stand. Wo war ich als nächstes? Wow, yeah. Das ist die Dutch Disco. Es war im hinteren Teil der Kunsthalle, war aufgestellt, Nähmaschinen, dachte ich, wow, Fashion, the girls, die Fashion Design. Die haben die Aufgabe bekommen, von einem riesigen Stoffleinwand von der Kunsthalle, die ihr immer auf den Wänden so diese meterlangen Stoffplakate seht, aus so einem Stoffplakat durften die Taschen nähen. Das ist mega geil, natürlich muss ich es machen, yeah! Und diese Tasche, also es war ein super riesen Plakat, ich hoffe, ich krieg's noch raus. Ihr seht es von Weitem, das sind Gesichter, ne? Und diese Bag kreiert, voll hammergeil. Finde ich nice, super Arbeit, Dutch Disco, nice, thank you. Und neben dem Stand von den Girls war auch ein... wie heißen die Dinger, die man anstickt, so an Jacken und Pins, Pins, a mouse, I'm fucking laughing, smile, aus Plakaten konnte man das so, ein Pin sich ein Motiv aussuchen, dann konntest du mit Glow-Folie oder ohne, ich habe mit Glow, weil ich dachte Lippen, nice. Das ist von einem Plakat von der Künstlerin Deanne Lawson. Yes, I think so. Und das ist ihr Mond. Man sieht auch die Zahnlücke, voll geil. Fand ich eine heftig lustige Aktion. Werde ich in Ehre tragen. Mein Rucksack ist abgepannt. Yes, sir. Danach bin ich dann bei den Friends mit den Tarotkarten gelandet und fand das extrem lustig, die waren so süß und er hatte so Ohrringe, wirklich, war wirklich wie ein Gypsy in Zigeuner-Style, so süß. Waren ein paar gemütliche Minuten mit denen, haben mir die Karten gelegt, ich habe es never in meinem Life bevor es gemacht und es war lustig. Also das war die Zigeuner-Gypsy-Art, wie sie es auflegen, so drei Karten und, also eigentlich drei Karten, so eins, zwei, drei und danach zwei noch davor, wie so ein T, drei, zwei runter. Also tipptopp, hat das erste Mal Spaß gemacht. Gute zwischendurch so ein zum Chillen gemütliche Ecke. Es gab auch ein Aufnahmegerät neben den Süßen. Und zwar ein anderer Stand, wo man eigentlich durch eine Aufnahme sich die Antwort beantworten kann. Was wünschst du für die Kunsthalle in den nächsten Jahren, nach den 150 Jahren? Wie siehst du es? Und danach, nachdem du es Aufnahmen gemacht hast, so wie so ein Feedback, mega coole Art und Weise, hammer Idee, konntest du dir so von der Wand so ein gestricktes Herzchen mitnehmen. Fand ich auch total herzhaft. Der nächste Stand war Todoli Citrus Foundation. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich als Aufgabe gestellt haben, die Nachhaltigkeit und Weitergabe von der Vielfalt der Zitrusfrüchte zu bewahren. Und das war ein geiler Tisch, kannst du dir gerade mal anschauen. Und bei dem Tisch siehst du die ganze Palette, also er startet mit der Degustation, du kannst alles wirklich probieren, von leicht mit intensiveren Sorten. Und irgendwann mal, ich bin dazu gekommen, hat er auch eine Pampermus gegeben. Und ich habe das Ding mit der Schale, weil du kannst wirklich auch mit Schalen die essen. Die sanft natürlich sicher, aber der Pampermus, die benutzt ja eigentlich den Zitrusart für Parfüms. Und das hat auch der Grund. Ich habe den ganzen Tag nach dem Parfüm Pampermus, so wie, was ich in Erinnerung habe von Guerlain, im Mund gehabt, als ob ich mir Parfüm in den Mund gesprüht habe. Also, wer Knoblauch, Zigaretten und was weiß ich für einen Geruch weg haben will, Stück Pampermus, that's it. Das hilft total. Nein, aber ich fand die Degustation von dem mega cool, hat es unterhaltsam gemacht, so viele Arten gezeigt von den Zitrusfrüchten und ich zeig dir ein paar Bilder, wo du es auch erkennst, wie cool und schön die aussehen. Und im Dezember haben die einen Pop-Up-Store in der Rienstraße 6.
Und da kannst du im Dezember auch die Zitrusfrüchte, alle Variationen von den geilen, auch von der Kaviar-Zitrusfrucht, wie geil die heißen alle, mit ausprobieren. Am meisten fasziniert hat mich die Buddha-Hand, das ist diese Zitrone mit diesen Tentakel, wie so wirklich Händchen und Finger. Das ist eine mega heftige Züchtung, schmeckt auch total erfrischend, also nicht zu wässrig, nicht zu stark wie die Pampelmus. Ja, eine coole Sache und die kannst du dann im Dezember auch dort kaufen. Ja, was Besonderes finde ich für so einen Adventstisch oder für Weihnachten, wenn eine Dessertplatte mit Früchtenmaß, geile Aktion. Anstatt immer, wenn man sowas selten vielleicht mal zu Weihnachten bei Globus findet, finde ich das mega cool, dass der Pop-Up-Store wirklich vor allem mit dieser Organisationsgeschichte dahinter für die Wohltätigkeit und Erhaltung der Zitrusarten dir anbietet, diese verschiedenen Sorten zu kaufen. Die nächste hammergeile Art, die auch super lecker schmeckt, das ist diese Kaviar-Limette. Es ist wirklich diese kleine Frucht, die hat er wirklich mit der Hand ausgepresst und da kommen diese kleinen, wie Kaviar-Stückchen raus. Mega geile vegane Variante für Kaviar-Silvester. Und ich habe mal gucken, wo das ist. Ich habe auch die Stückchen, die er von den Früchten ich weiß nicht, ob du es siehst. Versuche, diese Früchte von dem Basar, von der Kunsthalle zu züchten und mir ein kleines Zitronenart Paradieschen zu erschaffen. Das kommt dann in einem anderen Video natürlich. Als nächstes bin ich dann gelandet bei einem privaten Stand. Die waren mega süß und eigentlich wollte ich gar nicht so nichts kaufen. Ich wollte bei mich nur inspirieren lassen, Erlebnisse hatten. Hatte auch ganz lustige Erlebnisse mit 3D, diesem Clipser mit dem Dia-Bilder. Leider hing das, aber ich hatte ein geiles Erlebnis, hatte da irgendwie Plantagen von Kakteen angeschaut, auf diesen kleinen Dia-Bildchen. Von Monaco, glaube ich. War das Monaco? Ich glaube schon, irgendwas mit M war es, und müsste Monaco. War so geil, wie so eine kleine Filmshow. Ich wollte nichts kaufen, ich wollte wirklich nur Kleinigkeiten. Aber ich habe tatsächlich von einer kleinen privaten Familie ein Monopoly Original Schweiz ultra alt gekauft. Und ich dachte, für so Silvester ist doch mal geil, was Altes zu spielen, so Fun Fact. Und das ist so heftig. Das ist wirklich so heftig, die alten Straßen von der Schweiz. Was haben wir alles hier? Das Edition Carle Zürich. Originalausgabe für die Schweiz. Was haben wir denn hier für Städte? Aarau, Rathausplatz, Thun Hauptgasse, Basel, Steinvorstadt. 2.800 kostet es heute. Was haben wir noch? Ist doch mega geil, weil die haben es immer so gemacht, von jeder Seite zum Lesen. Also wo du saßt, konntest du richtig lesen. Ich glaube, die jetzigen Monopolisten haben es gar nicht. Es sollte zurückgeführt werden. Was haben wir noch hier? Bern, Bundesplatz, Luzern, Wegesgasse, Zürich, Rennweg, Basel-Freistraße, Spitalgasse in Bern. Was ist denn eigentlich der teuerste hier? Ah, Paradeplatz Zürich, 8000. Das kostet. Was haben wir für Figürchen? Also alte, mega alte Häuschen. Und die Karten, Alter, für kaufen. So heftig geil, oldschool. Heftig. The money. Money. So sieht das aus. I don't really know. Glücksschweinchen. Und das Schiffchen. Das ist das Schiffchen. Damit schiffst du dann. Kommst du ganz weit voran. Yes, das war meine Errungenschaft und ein 10 Stutz.
einen Bilderrahmen. Sollte gratis sein. Dann hat sie gesagt, ein Sturz. Dann habe ich gesagt, let's do it. How is it? Yes, finde ich nicht schlecht. Ich dachte, das haben wir in der Pension Bälle Familientags letztes Mal gemacht. So mit dem Pustefarbe. Farbe verpustet. Und I think, what do you think? Ist nicht schlecht, oder? Passt ganz gut. Dann haben wir eigentlich mal einen Rahmen dafür. Und das waren meine Stände, wo ich mich durchgearbeitet habe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir einen schönen Tag. Kultur ist cool. Kunst ist geil. Deine Alexa.